So. Dann können wir nämlich auch hier hingehen, ohne dass das Ding... Ja, genau. Ohne dass das Ding ausgelöst wird, wollte ich sagen. So. Und lassen das Geschütz einfach mal geschützt sein. Das interessiert mich nämlich nicht weiter. Da geht es nach Westen. Das ist sehr schön. Ich würde sagen, wir machen ja auch gleich Go West. Aber erstmal schauen wir noch kurz. Nur ein kleiner Hutziputz. So, magst du wieder rüber gehüpft kommen? Na komm. Hallo? Magst du vielleicht rüberhüpfen? Komm her. Komm her. Gut, dann nicht. Dann machen wir das Zipplatt hier, in der nichts drin ist. Wunderbar. Wir können nur nach Westen gehen, habe ich gerade auch festgestellt. Okay, wir gehen mal kurz rüber. Du kleine Bitch. Ich hasse es doch nicht. Ich hole mir den einfach mit der Pistole. So, Ruhe. Ruhe im Karton. Na klar. So, dann hüpfen wir mal nicht. Wir hüpfen gar nicht. Wir brauchen eine Kiste. So, die schieben wir uns mal hier drüben hin. Kommen wir da drauf? Ja, das tun wir. Und ich würde sagen, wir räumen das Ding erst hin. So, tief ist es nicht. Ja, na klar! Du kleines Drecksvieh. Okay. Ach nee, nicht schon wieder so einer. Ich finde die Waffe nicht, ich finde die Waffe nicht! Das ist doch nicht zu fassen. Wo kommt, wieso ist hier schon wieder... Oh, ich hasse dieses Spiel langsam. Langsam beginne ich dieses Spiel zu hassen. Mal ehrlich, warum ist hier schon wieder so ein Vieh drin? Es ist ja okay, wenn irgendwo mal so eins gezüchtet wird, aber... Wieso sind die random an irgendeiner Stelle in diesem Spiel? Ach, das ist schon tot, oder was? Könntest du mal... Dankeschön. Ja, es ist schon tot und hier gibt es sogar noch Leben, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja der Shit. So. Kümmern wir uns mal kurz darum. Und auch hier gibt's was. Die Viecher haben ja richtig ordentliche Sachen gefressen. So, ich speichere mal lieber, bevor der Headcrab kommt. So. Das hat mir schon besser gefallen. Und wir müssen mal jetzt schauen, ob wir ein bisschen Robbenklatschen spielen können. Hallo, schießt du mal? Es klappt überhaupt nicht. Oh, ich bin gefrustet, ganz ehrlich. Ja, wenn ich gleich darüber gehen kann, gehe ich auch gleich darüber. Das ist mir dann die Hülle, dann kann mich das Vieh mal am Arsch lecken. Ich trau dem bloß nicht. Oh nein, nicht schon wieder diese Dinger. Da kommt der hier eigentlich ein Würmer. So, noch einer, noch einer, noch einer, noch einer. War doch gerade einer. Hier. Oh, da sind noch ein paar. Was? Dampf? Feuer? Wie jetzt? Feuer im Wasser? Was wollt ihr von mir? Lass mich durch. Weg mit euch. So, das sieht ungesund aus hier. Wir gehen trotzdem mal... Ich glaube, es klemmt. Ja! Gehen wir doch mal mit durch und blockieren das ganze Ding wieder. Wir kommen hier wirklich nicht durch, wie es scheint. Ich will doch nur damit... Na, geht doch. Ich würde schon sagen, das muss doch funktionieren. Ja, äußerst einladend da drüben. So, kommen wir denn hier oben raus? Komm, beweg dich. Du musst doch wohl hier diese Schräge hochkommen. Er kommt nicht die Schräge hoch. Natürlich kommt
so. Hat der Typ gerade auf das Ding geschossen und ich habe jetzt bin jetzt der Leidtragende, weil es auf mich losgeht. Ich raff's nicht. Ich raffe es nicht. So, werfe gleich mit der Granate. Spreng das Ding weg. Und dann hat sich die ganze Sache erledigt. So, jetzt muss ich bloß noch schauen, wie ich hier rüberkomme. So komme ich ja offenbar nicht raus. Jetzt. Das muss besser gehen. Okay, wir kommen irgendwie hier drüben raus offenbar. Ich weiß nicht wieso. Aber ist mir auch egal. Oh, das ist gar nicht sein Bein. Lief nicht so geil. Aber ist mir jetzt gerade egal. Das sieht mir stark aus, als ob ich gleich den Raketenwerfer gebrauchen könnte. Tageslicht. Ahahaha. Ja, wie sympathisch. Natürlich. Wir rüsten mal. Ich sehe es gar nicht. So, ich bin sogar schon drauf. Ja, natürlich. So, wo haben wir ihn? Da haben wir ihn. Können wir schon von hier aus sehen? Nein, können wir nicht. Können wir überhaupt schon jemanden von hier aus sehen? Dann gehen wir halt mal raus. Machen wir es doch mal so. Okay, das ist sinnlos. Wir sollten vielleicht erstmal das Ungeziefer drumherum aufräumen. So, zum Beispiel, wenn der eine hier gleich in die Ecke geschissen kommt. Ja, klar! Oh, Mann. Echt Spotz. Was? Alter, es ist doch... Oh. Dieses Spiel geht mir auf den Sack. Ganz ehrlich. Das ist echt nervig. So, der Typ könnte mal irgendwo kommen. Habe ich gerade in dem Moment gespeichert? Nein, gut. Ich dachte gerade schon. Ich habe noch nicht... Oh, das ist auch blöd. Ich habe schon auf die Waffe ausgerüstet, aber vergessen, mit der Maustaste zu bestätigen. Und das war ziemlich sinnlos und ich krieg gerade die Krise. Der lebt! Ich hasse es nicht. Diese scheiß Granaten. Ja, genau. Super. Es klappt super. Grandios. So, die sollen mal ruhig da hinten explodieren, die scheiß Dinger. Alter. Alter. So, da haben wir zumindest noch 46. Speichern wir mal. Und jetzt sollten wir doch ganz in Ruhe dieses Drecksding zerlegen können, oder? Noch, was möchtest du denn? Der geht nicht down, ne? Wie viele hätten es denn gern? Grandios. So, wir sollten nochmal runtergehen. Und mal ein bisschen sammeln. Okay. Zwei sind nach unten. Auch gar nicht. Ja, natürlich.
Was hält denn dieses Scheißding aus? Das kann doch nicht wahr sein. Du schießt irgendwie auf die falsche Stelle oder was? Ah, stimmt. Das Geschütz habe ich gerade vergessen. Ich bin gerade geringfügig genervt und genieße es nicht mehr. Deswegen werde ich auch gleich eine Aufnahmepause machen. Alter, jetzt ist doch mal gut, hä? Irgendwo nervt es wirklich nur. Das war sinnlos. Ja, geht doch. Warum denn nicht gleich so? Ich zimmer die ganze Zeit auf dieses Scheißding drauf und es explodiert nicht. Und jetzt brauche ich zwei Raketen. Oder drei, was weiß ich. Also mal ernsthaft. Das ist doch blöd, das ist absoluter Schwachsinn. So, ich gehe jetzt noch rein, weil ich hier nicht im Kugellager stehen bleiben will und die Folge beenden will. Kommen wir hier durch. Notfallschutztür aktiviert. Natürlich. Dann gehen wir also mal beim Panzer durch. Wirklich. Das muss jetzt natürlich noch sein. So, einmal nach hinten damit. Hier steht, das war natürlich ziemlich sinnlos, weil das Ding hinter der Anlage steht oder hinter der Mauer. Nochmal speichern, damit ich nicht so weit laufen muss, ist nicht klappt. So, fick dich. Und wer auf der anderen Seite steht jetzt auch noch ein. Yeah. Sehr gut. Hui, 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 hui. Also dieses Spiel ist gut darin, einem wirklich auf die Nerven zu gehen. Kann ich den benutzen? Tatsächlich. Keiner drin. Wir speichern. So. Und wir speichern auch nochmal. So. Und damit... Oh, endlich mal Ruhe. Und damit verabschiede ich mich. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir dann mal schauen, wo uns dieser Aufzug hinführt. Wahrscheinlich wieder nach unten. Ich hoffe mal in den Lambda-Komplex. Und ich hoffe, dass wir dann ein bisschen in der Story vorankommen. Denn eigentlich haben wir in der Aufnahmesession wirklich nichts anderes gemacht, als durch irgendwelche Militärbasen zu ziehen und Leute zu töten. Wenn man die als Leute bezeichnen kann. Ich weiß ja nicht, was das ist. Die haben diese dummen Roboterstimmen. Also irgendwie sind die ja ein bisschen komisch. Also wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Hoffentlich gibt es dann wieder ein bisschen mehr... Ja gut, so viel Story gibt es in dem Spiel sowieso nicht. Naja. Also bis dahin. Adieu.